In der Reihe der Manipulation und Linie besuche ich jetzt den Wolfgang Kühnelt von Pritiko Marketing. Wolfgang, du hast ja einerseits eine Firma, die heißt Pretty Commercial, und du schreibst einen Haubentaucher. Mhm. Wahrscheinlich machst du noch mehr Sachen, aber die sind wahrscheinlich nicht so öffentlich. Naja, ich bin Gastro-Kritiker beim Falter, das ist schon erwähnenswert. Ich bin Buchautor und Ghostwriter und überhaupt Journalist für einen Horizont, für einen Bestseller und für Nachbar Medien. Also ich habe einen schönen Bauchladen an Tätigkeiten, bin also einigermaßen krisenresistent. Wenn irgendwo ein Wirtschaftszweig ausfällt wegen Krise, dann mache ich etwas anderes. Und da hier arbeitest du für Pretty Commercial, also für deine Firma, aber auch die anderen Sachen, sehe ich das richtig? Schon, ja. Das heißt, wir sind ja jetzt im F6. Wir sind in der Kommunikationszentrale F6 und da sitzt quasi die Firma Haubentaucher und die Firma Pretty Commercial und der Journalist Kühnelt und so, die sitzen alle da, ja. In einer die Person. Die schreibende Identität nehme ich das auch gerne. Was machst du mit Pretty Commercial oder beziehungsweise was sind so deine Hauptbetätigungsfelder? Also einerseits Texten, das ist eine Spezialaufgabe, die einfach viele Werbeagenturen nicht mehr so übernehmen können oder wollen. Das heißt, da bin ich zum Beispiel Zulieferer für Werbeagenturen oder für Webagenturen. Das ist eine ziemlich wichtige Geschichte. Kommunikationsberatung ist eine wichtige Geschichte, zum Beispiel halt mit Kollegen, die da in der Kommunikationszentrale sitzen, gemeinsam mit Grafikern oder mit Webdesignern oder mit Beratern zu arbeiten und Kunden eben in Sachen Kommunikationsberatung zu betreuen. Dann gibt es einen Bereich, der ist wahnsinnig populär momentan, Social Media heißt, das soll man auch nicht verschweigen, dass ich das irgendwie anbiete, wobei ich nicht von der technischen Seite komme, sondern vom Content her. Viele Leute, die sagen, sie machen Social Media, denken dabei an Apps und an Tabs und an sonst was. Ich bin aber eher der Mensch, der von der redaktionellen Seite herkommt. Ja, und sonst auch noch ein paar Sachen. Ja. Aber ich würde mal sagen, Text und Beratung ist immer das Kerngebiet. Und wann fangen Sie in der Früh an zu arbeiten? Oder das ist sehr unterschiedlich. Das hängt halt auch von der Familie ab, weil ich halt als ersten Programmpunkt Kindergarten bringe und je nachdem, wie schnell das erledigt ist, desto schneller bin ich da. Irgendwo zwischen 8:30 und 9 im Normalfall. Aber es ist ja sehr oft, dass ich halt dann zu Hause noch was arbeite vorher. Und die Grenzen sind sowieso fließend. Ich kann überall arbeiten, ich habe einen Laptop und ich habe einen Internetstick und ich habe ein iPad und kann überall arbeiten. Das ist eigentlich wurscht, wo ich jetzt bin. Wie viele Stunden bist du dann ungefähr da? So bis ich fertig bin, das ist wichtig. Das kann ja ewig dauern. Naja, das kann schon dauern, aber normalerweise schaue ich, dass ich bei der Gute-Nacht-Geschichte spätestens wieder daheim bin. Ja, das ist irgendwie die Familie, ist schon ein Rhythmus, den man irgendwie ernst nehmen muss zwischendurch. Also der Haubentaucher, der ist ja eine Zeitung, die gibt es online, stimmt's? Ja, das ist als Reaktion auf die Streichung der Tourismusförderung oder so im Jahr 2000 ungefähr. Also wir haben ein Kulturmagazin gemacht damals, das hat Graz derzeit geheißen. Die bösen Touristiker haben uns dafür das Geld weggenommen, das sage ich so in aller Öffentlichkeit, weil ich immer noch sauer bin. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt irgendwie online, da braucht man jetzt einmal a priori kein Geld und kann trotzdem lustige Scherze treiben. Mittlerweile bereue ich das überhaupt nicht mehr, weil diese gedruckten Schichten eh so starr sind und online kann man machen, wann man Lust hat. Sehr klasse kann man das eigentlich mit Social Media verknüpfen, also dem Haubentaucher geht es glaube ich besser als vorher. Vorher hat er irgendwie so eine E-Mail-Newsletter-Liste gehabt und die war super schwer zu warten und mit Social Media kannst du viel mehr Leute erreichen eigentlich. Das ist für mich so eins der Beispiele, wo ich einem Kunden auch zeigen kann, was man mit sowas überhaupt machen kann, mit diesen seltsamen Tools wie Twitter oder Facebook oder sonst was. Und wie, du schreibst ja auch sehr gesellschaftsrelevante und kritische Themen. Ich versuche zumindest. Also du hast immer so die ich glaube, das Buch des Monats, wie schaut denn das so aus? Naja, einerseits versuche ich ein bisschen die österreichische oder zumindest die steirische Independent-Kulturlandschaft ein bisschen zu fördern. Die kleinen Plattenfirmen, kleinere Buchverlage, das ist natürlich nicht so einfach, weil die mir jetzt alle mit Material beschicken und die nicht ständig alles kaufen kann. Also ich versuche Rezensionsexemplare zu kriegen, aber auch selber halt zu kaufen. Das machen normale Journalisten auch schon nicht mehr, dass sie mit ihrem eigenen Geld dann Bücher und Platten anschaffen. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass zumindest ab und zu mit den Mitteln der Satire schon Sachen aufgearbeitet werden sollen, die man kritisieren sollte und die steirischen Medien halt nicht kritisieren, aus welchen Gründen auch immer. Und ich muss auch dazu sagen, ich arbeite jetzt gerade mit ein paar Freunden dran, ein
Portal zu machen mit mehreren Blogs, die wir zusammenfassen, wird wahrscheinlich Blog5 heißen, weil wir glauben, dass die steirische Medienlandschaft da mindestens auf einem Auge sowieso blind ist, was Kritik an den herrschenden Zuständen angeht. Ja. Da ist so viel an Vernetzung und Verhaberung da, weil Vernetzung ist ja nicht nur was Positives, kann auch was Negatives sein, und da wäre total großes Spielwiese für kritischen Journalismus. Schauen wir mal, ob da was draus wird, aber das wollte halt 2012 starten. Themen hätte ich genug, also ich habe so viel an unangenehmen Recherchen dahinter über Sachen, die richtig klasse sind, wo man sich halt aber teilweise als Einzelkämpfer auch überlegt, ob man es angreifen soll, weil man halt jetzt nicht unbedingt die mächtigen Anwälte dahinter hat. Und so. Also dort, wo es richtig unangenehm wird, dort muss man halt auch überlegen, ob man es sich leisten kann. Aber es gibt immer wieder total klasse Geschichten, wo herkömmliche Medien das aus irgendeinem Grund nicht angreifen. Und dann habe ich noch eine Frage zum Gastro-Kritisieren. Heißt das so, gell? Von mir aus, ja. Gastro-Test. Also das machst du ja für den Falter. Wie viele Lokale hast du schon probiert? Ich mache das jetzt seit Februar 2007. Das heißt, es wären jetzt dann im Februar 5 Jahre. Ich mache das 50 Mal im Jahr und etliche Lokale habe ich nicht reingeschrieben, die ich getestet habe, weil sie so schrecklich waren. Also du kannst davon ausgehen, dass ich fast 300 steirische Lokale getestet habe. Nur steirische, gell? Nur steirische. Und hauptsächlich Grazer wahrscheinlich, oder? Ja, schon, aber im Prinzip schon aus allen Landesteilen, aber sicher 60-70% Graz, ja. F6 steht natürlich für Färbergasse 6, wie der scharfe Beobachter sofort erkannt hat. Und die Geschichte dahinter ist halt, es ist eine Kommunikationszentrale, so nennen wir das, weil ich versucht habe, wirklich Leute aus meiner Branche zu versammeln, ganz ohne Zutun von irgendwelchen Vereinigungen mit viel Fördergeldern im Hintergrund. Damit ich was Kritisches sage, glaube ich, dass man Netzwerke auch so bilden kann. Und ich finde es ganz, ganz lustig, eben Webdesigner, Grafiker, Grafikerinnen, Berater, Kommunikationsmenschen, Texter räumlich zu versammeln. Das hilft uns irgendwie, wenn Kunden da sind, können wir oft fliegende den Wechsel machen, können wir oft sagen, ah, okay, es gibt eine Frage zum Internet, bitte Herr Zettler, kommen Sie doch kurz zu uns und so weiter. Es gibt sozusagen ein Rundum-Paket, wenn man das sieht. Genau, also zumindest, es hat noch niemand alle Leistungen gleichzeitig haben wollen, aber es ist sehr oft, dass man dann Teilleistungen noch mitnimmt oder zumindest halt eine kurze Beratung kriegt, die man sonst sich wieder irgendwo holen müsste, umständlichst. Also bin eigentlich ganz, ganz angetan von dem Ding und der Versuch, eine zarte Dachmarke drüber zu bauen, war halt auch notwendig, damit da nicht 1000 Firmenschilder hängen, weil ich finde, das immer so irrsinnig schier, wenn dann alle mit ihren Schildern überall herumkleben müssen. Die Marke ist halt absichtlich sehr reduziert ausgefallen, weil man eigentlich jetzt die einzelnen Supermarken auch nicht unbedingt konkurrenzieren will. Aber und ihr seid auch definitiv eigene Firmen. Das heißt, ihr sind natürlich noch eigene Firmen. Ja. Gibt's, ist das in Planung oder könnt ihr euch vorstellen, dass ihr da eine Gesellschaft werdet? Wenn mir jemand sagt, was das für Vorteile hätte, dann gern, aber ich glaube, das hat keine Vorteile, weil so ist jeder für sich selbst verantwortlich und das halte ich immer für gescheiter. Wir sind alle erwachsene Menschen und müssen jetzt da nicht irgendjemanden quasi mittransportieren. In der Kreativitätsbranche, wo wir tätig sind, ist faul sein ein hoher Wert, weil es gibt keine Zeitverschwendung. Es kann sein, dass ich mich hinsetze und fernschaue den letzten Dreck und ich komme auf irgendeine grandiose Idee. Also niemand kann mir vorschreiben, was ich in meiner Zeit mache und wie ich zu meinen Ideen komme. Und wie gesagt, das Wort faul gibt es da überhaupt nicht. Das